Ich bin Lisa Diederich, bin Ergotherapeutin und arbeite hier bei Ortheim. Also ich würde sagen, das Allerschönste an meinem Arbeitsplatz sind meine Kollegen, weil mit denen verstehe ich mich sehr gut und das ist mir auch wichtig. Und dass man ein gutes Zusammenspiel auch mit der Handchirurgie hier direkt hat und dass unsere Arbeit sehr vielfältig ist. Also wir haben natürlich Patienten, die wie auch in der Praxis einfach ambulant zu uns kommen, die wir behandeln. Wir arbeiten aber auch auf Stationen, dass wir Patienten direkt nach OP behandeln. Und was bei uns ein ganz großes Steckenpferd ist, ist die Anfertigung von Orthesen. Genau. Im Vergleich zu meinem ersten Arbeitgeber finde ich, wie gesagt, eben die Spezialisierung ganz schön. Also in der allgemeinen Praxis hat man vor allem eben als Ergotherapeuten ganz viele Krankheitsbilder. Man hat die Pädiatrie mit dabei, vielleicht auch die Geriatrie. Und genau das finde ich hier einen großen Vorteil. Natürlich eben auch die Größe, weil ich mich dann auf meine Therapie konzentrieren kann und nicht noch eben andere Abläufe mit abdecken muss. Was macht für mich die Ortheimer-Familie aus? Dass man, egal in welchem Bereich die Kollegen arbeiten, eigentlich immer ein offenes Ohr findet und der Austausch sehr gut stattfinden kann. Also wir auch hier in der Ergotherapie haben Patienten mit Prothesen. Dann kann man super gut mit den Physiotherapeuten zusammenarbeiten oder eben auch mit den Orthopädie-Technikern. Dieser Austausch, der macht echt Spaß und man profitiert. Also jeder profitiert davon, wir Therapeuten, aber auch der Patient. Neue Ärzte, ob Oberärzte, Assistenzärzte, das ist ganz egal. Die dürfen bei uns auch hospitieren, dass sie auch einen Überblick oder Einblick davon bekommen, was wir hier machen. Vor allem für die Schienenversorgung, denn die Ärzte verschreiben die Schienen. Und genau, dass die wissen, was wir haben und wie unser Angebot aussieht. Fühlst du dich wertgeschätzt in deinem Arbeitsplatz? Doch, ja.